Hallo und herzlich willkommen zurück zu Unforeseen Incidents. Ja, in der letzten Folge sind wir erstmal hier hingelaufen, weil wir hatten die Fotos gefunden und da war ein Foto. Ein Negativ drin. Vom Schrottplatz in Yelltown. Genau, ich wollte die aber eigentlich nehmen und nicht angucken. Kann ich auch wieder raus? So. Hey Leroy, guck mal. Ich habe ein Foto von deinem Schrottplatz. Eigentlich ein Negativ. Aber damit kannst du ein Poster in Plakatwandgröße drucken lassen. Was? Hab? Das ist doch... Das ist... Meinst du, ich kann das haben? Na gut. Du weißt doch. Für einen alten Kumpel mache ich immer gerne Ausnahme. Aber würdest du mir dafür eine Weile deinen Hafenpass leihen? Für ein Foto von meinem Schrottplatz mache ich alles, Hab. Aber den bringst du mir zurück, ne? Ich brauche den morgen selber. Na klar. Yes, es hat geklappt, so wie ich es mir vorgestellt habe. Sehr, sehr geil. Okay, dann können wir jetzt endlich zum Hafen rein. Und dann hoffen wir mal, dass wir jetzt hier in der Story auch wieder ein bisschen weiterkommen. Ich meine, ne, es ist halt so Point and Click ist natürlich immer, man ja steckt fest, will ich jetzt nicht sagen, aber es dauert teilweise ein bisschen, bis man die Lösung dann hat. Das ist nicht der Ausweis. Wo ist denn jetzt? Achso, hier. Und es kann natürlich auch sein, dass man entsprechend viele Dinge tun muss, bis man erstmal dahin kommt, wo man hin will. Aber man freut sich umso mehr, wenn es dann endlich mal klappt. So, was haben wir denn hier in Ausgang? Was haben wir denn hier? Standortkürzel. Prot Nikola wäre PN. Ich vermute mal, weil das jetzt überall drin stand, dass wir danach gucken müssen. Und Kürzel für die Spedition. Tja, das ist jetzt eine gute Frage. Aber PN würde ich sagen auf jeden Fall. Intercorporated Xian Export. Island Express Dispatch. International Express Logistics. Ich würde sagen IXE. Also PN und IXE. Hey Kumpel, willst du da vielleicht wieder weggehen? Was? Hör mal, ich hab dir doch gesagt, du sollst da wegbleiben. Was für Probleme hat dieses System bitte? Moment, ich muss mir mal eben... PN für Port Nicola und IXE, eventuell, also mit Fragezeichen. Wer redet denn da die ganze Zeit mit mir? Hier ist doch keine Überwachungskamera oder so. Weg von der Maschine, Junge. Hey, Kumpel, willst du da vielleicht wieder weggehen? Das Schiff redet mit mir. Nee, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Leroys ja. Hafenpass. Wirklich gut zu wissen, dass es Leroy gut geht. Ich wünschte, es wäre allen gelungen, Yelltown rechtzeitig zu verlassen. Ich mag gar nicht darüber nachdenken. Ist ja gut. Aber wenn ich hier oben draufklicke, will ich nicht das haben, was erst kommt, wenn ich weiter hochscrolle. Diese Schiffscontainer sind ganz schön groß. Wird sicher nicht lange dauern, bis die alle als Studio-Apartments an vegane Banjo-Spieler und so vermietet werden. So, das sprechende Schiff schauen wir uns auch mal an. Guck dir nur die Größe dieser Pötte an. Eher Wolkenkratzer als Schiffe. Maschine? Das ist eine von diesen Dingern aus den Musikvideos der 80er. Was? Der meint hier diese, wie heißen die? Lichtmachermaschinen sind das nicht? So, oder die so, nicht Gase, so Nebel aussprühen, oder was meint er? Hier sind so viele Kisten. Ich finde niemals die richtige, indem ich sie nur anstarre. Nö, aber ich habe ja schon mal eine gute... Hallo? Dings gehabt. Mein Kleiner. Du bist einer von den Neuen, oder? Ja. So ist es. Tja, meine Schicht ist fast rum. Wird gleich einer kommen, der dir zeigt, wie es läuft. Okay. Was machen Sie da? Gibt neue Vorschriften. Wir müssen die Lieferungen keimfrei machen, wenn sie hier angelandet werden. Wegen dem Virus, richtig? Mhm. Also desinfiziert die Maschine die Pakete? So wird mir das erklärt. Ich passe nur auf, dass die Wichtel in der Maschine kein Paket auslassen. Total aufregende Beschäftigung. Ja, und Harper ist ein Blitzmelker. Finden Sie manchmal irgendwas Ungewöhnliches in den Lieferungen?
Sowas wie Körperteile oder Riesenspinnen? Pass mal auf. Wenn du es spannend brauchst, dann kauf dir ein Ticket für die Geisterbahn. Hab keine Zeit, dir alles zu erklären. Aber ja, Riesenspinnen gibt's manchmal. Cool. Reden wir jetzt von Riesenspinnen oder reden wir jetzt nur von normalen Taranteln? Was bedeuten die Codes auf den Paketen? Sind die Kommissionierungskennungen. Die ersten drei Stellen stehen fürs Transportunternehmen, dann vier für Herkunftsort und Zielort, ganz hinten ein eindeutiger fünfstelliger Referenzcode. Okay, wenn der jetzt schon danach fragt, müssen wir uns das merken? Also, Moment, wie war das nochmal mit den Kommissionierungskennungen? Hat dir das in der Einführung keiner erklärt? Die ersten drei Stellen stehen fürs Transportunternehmen, dann vier für Herkunftsort und Zielort, ganz hinten ein eindeutiger fünfstelliger Referenzcode. Referenz, aber das ist sein Referenzcode oder ein Referenzcode, das habe ich jetzt gerade gar nicht mitbekommen. Also Abfahrt und Zielort. Okay, ja gut. Da müssten wir das zu PN. Aber von wo das kommt, weiß ich doch jetzt gar nicht, oder? Ich habe hier diese Benachrichtigung über eine nicht zugestellte Lieferung. Anscheinend wurde das Paket zurückgeschickt. Hier, an die Docks. Kann Ihre Drohne jedes beliebige Paket herbringen? Wow, wow, wow. Ich verstehe, was hier vor sich geht. Du denkst wohl, du kannst dir sowas direkt am ersten Arbeitstag rausnehmen. Hey, Entschuldigung. Ich wollte nur mehr darüber lernen, wie die Maschine so funktioniert. Ach ja? Ja. Können Sie mir mehr darüber sagen, wie die Drohne funktioniert? Nun ja, sie kann jedes Paket hier runterbringen, solange du die ID hast. Also, jetzt mal so theoretisch. Wie würde man ein bestimmtes Paket auswählen? Um Himmels Willen, Junge. Denkst du, du verhältst dich hier unauffällig? Okay. Wenn du mich nicht mehr dauernd unterbrichst, kannst du dein blödes Paket abrufen. Gib die ID in den Computer ein und drück den grünen Knopf. Und erzähl keinem von deinen Hilfsarbeiterfreunden, dass ich ein Auge zugedrückt habe. Okay, kein Thema. Was ist mit den Seagulls los im Moment? Kleiner, ich will ja nicht unhöflich sein, aber ich habe die Schicht um 3 Uhr heute Nacht angefangen. Von mir aus kannst du dir die Seagulls sonst wohin stopfen. Eher so der Raccoons-Typ, was? Ich schau mal lieber ab. Okay, ja, jetzt ist natürlich die Frage. Bei uns auf dem... Hier können wir noch nicht rein, ne? Bei uns auf diesen Abholzettel oder was das war hier, diesen... Hey, das sieht ein bisschen aus wie der Code auf den Fotos von Jervis. Port Nicola 23. Port Nicola 23. Das wäre dann der Anfang von seiner Referenznummer. Die Frage ist jetzt, was ist seine Referenznummer? Aber 23, das fängt nicht mit 23 an. Die Frage ist jetzt, kommt das eventuell von KA? Dass wir da schon mal einen Hinweis hätten. Das wäre dann ja der Abfahrtshafen. Aber warum die 23 da nicht drin ist? Ich dachte jetzt, es wäre dann eventuell das Gleiche. Ja gut, es könnte natürlich ein anderer Typ sein, ne? Ich kann mich überhaupt... Ja, du sollst da rausgehen, so. Ich kann mich nicht einloggen. Wie komme ich in das System? Das kann ich nicht. Ein Flash-Drive, mit dem man Kotlin ganz schön... Ich rede besser... Oh mein Gott, du sollst das rausholen. Vielleicht kann ich Halliwells Hackerstick benutzen, um in das System zu kommen. Oh mein Gott, und jetzt? Ich drücke einfach mal alle Tasten hier.
Ja. Wie soll ich jetzt hacken? Also wenn ich 1, 2, 3 mache, dann geht der nach rechts rüber. Wenn ich jetzt da... Okay. Bringt mir das jetzt irgendwas? Ich habe keine Ahnung. Ich verstehe dieses komische Hacksystem auch nicht. Kann man ja sonst noch irgendwo draufdrücken? Nee, nur nach draußen gehen. Okay. Jetzt sind die alle daneben. Oder müssen wir irgendwie das kombinieren mit links, rechts, mit dem Screenshot? Das setzt es wieder zurück, ne? Oh Gott. Klicken wir vielleicht erstmal hier drauf. Vielleicht müssen wir das ja vorher machen. Moment, wieso ist das jetzt? Hä? Okay. Muss ich das also nach links rüber machen? Das geht nicht, das geht rüber. Muss ich die tauschen? Kann das sein? Setzt das wieder zurück. Och Mann. Also, wir haben aber irgendwas schon mal richtig gemacht. So, das. Dann hatte ich das gemacht. Dann hatte ich das gemacht. Dann hatte ich das rübergeschoben. Ah, Moment. Oder müssen wir jetzt? Wenn wir das jetzt rüber machen... Dann können wir das noch reinmachen. Dann machen wir das rüber. Dann müssen wir das hier rüber machen. Ich hoffe, ich mache jetzt keinen Fehler. Theoretisch können wir die jetzt alle rüberschieben. So, so, so. Und dann? Oder muss ich das jetzt vielleicht noch... Moment. Ah, okay. Ich wollte die jetzt nur anklicken und nicht da reinbringen, aber so geht's auch. Hm. Oh mein Gott. Ich frag mich, ob noch irgendwelche RLC-Lieferungen hier im Hafen sind. Boah, also jetzt mal ganz ehrlich, das war ja jetzt aber... Ich meine, gut, so ein bisschen konnte man das jetzt noch logisch erklären, so mit dem Rüber nach links. Dass man da jetzt rechts nochmal draufdrücken musste, das hatte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht. Ja, es könnte sein, dass wir jetzt KA machen. Port Nicola auf jeden Fall. Ach so, und dann suchen. Alle diese Lieferungen liefen über IXL. IXL muss der Lieferservice sein, der von der AHC genutzt wird. Ich wollte gerade noch sagen, ja, und ich habe es vorher gewusst, aber ich hatte IXE aufgeschrieben. Entweder habe ich mich jetzt vertan oder ich weiß es nicht. Die Frage ist, können wir die jetzt alle... Nee, Moment, Moment. Wir haben 2, 3 am Anfang gehabt, aber was stand auf dem Foto... Ach, verdammt.
Achso, können wir das nicht so noch angucken? 45, das schreibe ich nochmal eben auf. 45, 7, 39. 45, 7, 39, da. Was habe ich denn jetzt gemacht? Du hast ein Paket aufgerufen, das nicht mehr hier im Hafen ist, Börschlein. Und das heißt jetzt was? War das schon wieder eine abgelaufene Nummer? Na gut, also dann ist das auf jeden Fall was Altes, was logisch ist, weil es war halt auf dem Dings drauf, ne? Auf dem Foto drauf. Dann versuchen wir es jetzt einfach mal mit dem... Was habe ich denn jetzt gemacht? Du hast ein Paket Ja, dann halt nicht. War das schon wieder eine abgelaufene Nummer? Was habe ich denn jetzt gemacht? Du hast ein Paket War das schon wieder eine abgelaufene Nummer? Die sind alle abgelaufen. Warte mal. Hat das was mit dem hier unten zu tun, eventuell? Weil 2017 können wir ja einstellen. Das schreibe ich mir mal eben auf. Also 8/2017. International Express. Ich weiß nicht, ob da irgendwas von drin stand. Logistics. Die Frage ist jetzt, ist das jetzt richtig? Oder müssen wir jetzt nach dem Paket, was mit 23 beginnt, suchen? Das können wir natürlich auch nochmal versuchen. Also IXL wissen wir jetzt mittlerweile. Also IXE, genau, das war das, was ich eben vermutet hatte. Also IXL und nach Port Nicolas. Wow. Viele dieser IXL-Lieferungen kommen aus KA. Ich frag mich, wo KA ist. Ja, KA hatte ich sogar mit Fragezeichen aufgeschrieben. Ha! Jetzt ist keins der KAs, was mit 23 anfängt. Scheiße. Och Mann! Es fängt mit ZA an. Mit RI oder mit MN? Wir nehmen mal die untere. Das muss das Richtige gewesen sein. Was ist das? Ein Brief? Ich bin mich jetzt gerade erschrocken. Also, Berat hat das hier an irgendeine Eva geschickt, aber es konnte nicht zugestellt werden und wurde zurückgesendet. Aber in der Zeit hatte Berat seine komische Lagerhalle schon dicht gemacht und sich vorbereitet, die Stadt zu verlassen. Also wurde das hier hin und her geschickt und blieb am Ende hier im Hafen. Mal schauen, was drin ist. Eva, es ist nicht viel Zeit, also fasse ich mich kurz. Wie ich dir in meinem letzten Brief schon schrieb, kommt mein Ersatz nun zu seinem Einsatz nun zu meinem Ende. Ich hasse diese Schrift. Es war nicht leicht, aber du musst wissen, dass ich das alles für dich getan habe. Letztendlich können wir eine Familie sein. Ich habe einen letzten Scheck beigelegt. Der sollte dafür reichen, dass du und die Kleinen sich keine Sorgen mehr über Geld machen müssen. J sei ist mein Zeuge. Ilch war nie ein perfekter Vater. Ach, das soll ich heißen, oder was? Das ist aber kein I. Oder das ist wenigstens die Gelegenheit für mich, etwas wieder gut zu machen. Ich kann es nicht erwarten, dich wiederzusehen. Dein Vater. Ist das nicht der von dem Foto? Oh, nein. Ich wollte doch nur rausgehen, Mann. Wieso kann man mit Escape nicht aus den Sachen rausgehen? Habe ich den jetzt hier drin? Ich habe es jetzt gar nicht mitbekommen. Ein Brief an eine Frau namens Eva. Hier ist ein Scheck über... Lecco Mio. Das sind eine Menge Simoleons. Ich wollte das hier eigentlich angucken, aber das kann man leider nicht anklicken. Also gehen wir raus. Können wir da mit ihm nochmal reden? Hm? Können wir nicht. Ich schau mal lieber ab. Hm? Können wir... Wo ist denn die Karte? Mhm.
Karte. Hier. Können wir mit ihr nochmal eben über die Sache sprechen? Ich meine, immer haben jetzt neue Informationen. Schatz, ich bin zu Hause. Hey, Halliwell. Hey, Harp. Ich habe diesen Brief an einen gewissen Dominic Barat gefunden. Wer ist Dominic Barat? Ich weiß es nicht. Aber irgendwie ist er in die Sache verwickelt. Es ist ein Brief von Barat an seine Tochter. Unbekannt verzogen. Diese Eva ist also umgezogen und hat ihm die Adresse nicht mitgeteilt? Seltsam. Wir sollten nach weiteren Informationen über Barat Ausschau halten. Bin dran. Moment, Barat, ist das nicht der Typ, der da in diesen Yachthafen da war? Ah nee, da ist Rancho. Oder? Die Kisten mit dem Virus kamen also über den Hafen? Sieht ganz danach aus. Du hast einen guten Hinweis gefunden. Zeit mal beim Hafen vorbeizuschauen? Warum eigentlich nicht? Häfen sind genau mein Metier. Also so oder so auf jeden Fall zum Hafen. Weil das bis später. Bis dann, Harper. Hatte ich mir nämlich jetzt auch gedacht, aber mit den Namen war ich mir jetzt nicht so sicher. Achso, ich hätte doch die Karte direkt nehmen können. Okay. Ob ich jetzt die Karte anklicke oder hier rüber gehe. Segelhafen. Das ist Rancho, aber hier können wir auch nicht weitergehen, ne? Oder meine ich das nur? Nö. Müssen wir doch mal mit ihm sprechen? Ahoi! Ich hab dir doch gesagt, dass ich beschäftigt bin. Hey, Rancho! Puh. Dieser Typ wird nicht so leicht einknicken. Muss ich ihm den Brief zeigen wahrscheinlich, oder? Ich überlege mir lieber irgendeinen Plan, bevor ich ihm das hier einfach zeige. Okay. Wenn wir mit ihm nichts machen können. Ist das vielleicht die Tochter? Das wäre jetzt ein großer Zufall, oder? Das würde sie wahrscheinlich nicht haben wollen. Entschuldigung. Was? Naja, ich halte mich lieber von dir fern. Yep. Mit wem kann ich denn jetzt reden oder was kann ich jetzt machen? Das war der Hafenpass. Der Typ will auch nicht mehr mit mir reden. Das ist aber nicht die Tochter, die hier arbeitet, oder? Nee, das wird sie nicht interessieren. Ja, man weiß es ja nicht. Entschuldigung. Was darf sein? Ich schau mal wieder ab. Wiedersehen. Tja. Das haben wir alles. Wir haben im Endeffekt nur den... Brief, der jetzt wichtig wäre. Das war der Segelhafen-Kuli. Der Typ hat auch nichts damit zu tun. Ja gut, also Rancho, das ist ja der... Scheinbar zumindest. Der eine vom Hafen. Was ist denn mit den Fotos? Können wir die irgendwie? Ich glaube nicht, dass sie das interessiert. Nicht. Na gut, die RSC, das ist draußen. Das ist die, ne, unser Colonel oder was war das? Und das ist halt nur die Nummer. Wen sollte das schon interessieren?
Universität. Achso, das war... Da könnten wir vielleicht nochmal kurz mit ihm sprechen, aber ich glaube nicht, dass der uns weiterhelfen kann. Oder Briefe? Ich sollte die Zeit des Professors nicht damit verschwenden. Hallo, Professor. Hallo, Harper. Bis später. Mach's gut, Harper. Ja, dachte ich mir schon. Aushang hatten wir schon. Hä? Das ist nicht das Stadtzentrum hier. Hallo? Es ist mit der. Die wird wahrscheinlich auch wieder nicht mit uns sprechen, aber wir versuchen es trotzdem mal. Ich sollte ihre Zeit nicht damit... Ich sollte ihre Zeit... Hey, Trish. Oh, hallo, Harper. Ich muss los. Ciao. Ich bin immer so höflich. Mit dem Ding bin ich fertig. Okay, also dann müssen wir auch nichts mit dem Jahr oder sowas mit 2017 herausfinden. Und bei Halliwell habe ich jetzt keine anderen Optionen mehr gehabt? Oder muss ich ihr vielleicht den Brief... Nee, den Brief zeigen nicht, oder? Ich glaube nicht, dass sie das interessiert. Hey, Halliwell. Hey, Harp. Mir fällt absolut nichts ein, wie wir Rancho zum Reden bringen sollten. Rancho ist ein Meister der Täuschung. Es wird sicher nicht leicht sein, etwas aus ihm herauszukitzeln. Aber uns muss etwas einfallen. Aha. Die Kisten mit dem Virus kamen also über den Hafen? Sieht ganz danach aus. Du hast einen guten Hinweis gefunden. Zeit, mal beim Hafen vorbeizuschauen? Warum eigentlich nicht? Häfen sind genau mein Metier. Bis später. Bis dann, Harper. Also, was heißt das jetzt? Dass wir jetzt doch noch was mit den Kisten machen sollen? Oder haben wir jetzt irgendwas getriggert vielleicht, um mit der... Wo ist die Karte denn jetzt schon wieder? Um mit dieser einen Diebin da zu sprechen. Weil sie ist hier auch eine Meisterin der Täuschung. Oder zumindest ihr Boss ist ein Meister der Täuschung. Entschuldigung. Was? Naja, ich halte mich lieber von dir fern. Okay. Yep. Sonst bleibt uns eigentlich nur noch der Hafen übrig. War das nicht ein Musikstück? Also es ist ein klassisches Musikstück, soweit ich mich erinnern kann. Ich komme nur nicht auf den Namen. Was auch bei den Lemmingen damals mal gespielt wurde. Muss ich vielleicht doch nochmal irgendwie mit dem reden oder so? Oder muss ich noch was anderes daraus holen? Ich wusste nicht, dass sie hier Drohnen benutzen. Ich meine, dieses Ding wird sich entwickeln und die Menschheit auslöschen. Aber wie cool es aussieht. Naja, die Drohne wird die Menschheit nicht auslöschen. Das ist dann eher die KI, aber... Hallo. Hm? Wie war das nochmal mit den Kommissionierungskennungen? Hat dir das in der Einführung keiner erklärt? Die ersten drei Stellen stehen fürs Transportunternehmen. Dann vier für Herkunftsort und Zielort. Ganz hinten ein eindeutiger fünfstelliger Referenzcode. Wie war das nochmal? Nee, das ist das Gleiche. Ich schau mal lieber ab. Hm? Ich sollte den Typen nicht nerven, wenn es nicht wichtig ist. Ich weiß ja nicht, was wichtig ist. Keine Ahnung. Ich sollte den Typen nicht nerven, wenn es nicht wichtig ist. Tja. Ich habe echt keine Ahnung, was wir jetzt noch machen könnten, ne? Ist auch geil, dass der den Stick einfach da drinnen lässt. Was ich mal probieren könnte, ist mal KA einzugeben vielleicht. Zielport Nikola. Alle diese Lieferungen liefen über IXL. IXL muss der Lieferservice sein, der von der AHC genutzt wird. Ja, so viel haben wir das schon verstanden. Was habe ich denn jetzt gemacht? War das schon wieder eine Was habe ich denn jetzt gemacht? Du hast ein Paket auf... War das schon wieder... Was habe ich denn jetzt gemacht? Du hast dann...
Also IXL und Port Nicolau und was anderes. Wow. Viele dieser IXL-Lieferungen kommen aus K.A. Ich frag mich, wo K.A. ist. War das schon wieder eine abgelaufene Nummer? Was habe ich denn jetzt gemacht? Du hast ein Paket auf... War das schon wieder eine... Was habe ich denn jetzt gemacht? Du hast... War das schon wieder... Was habe ich denn jetzt gemacht? Du hast ein Paket aufgerufen... War das schon wieder... Was habe ich denn jetzt... Du hast ein Paket... Na gut. War das schon wieder eine... Was habe ich denn jetzt... Du hast ein Paket auf... War das schon wieder eine abgelaufene... Also so wie es aussieht, sollen wir hier wohl scheinbar nichts machen. Ja, dann fällt mir jetzt ehrlich gesagt im Moment auch gerade nichts mehr ein. Mit einem Blick auf die Uhr muss ich dann leider erstmal einen kleinen Break machen. Ich hätte eigentlich gehofft, dass wir dieses Rätsel hier noch lösen können und dass wir vielleicht irgendwas triggern können, dass wir noch woanders hinkommen. Aber das scheint doch ein wenig schwieriger zu sein, als es aussieht. Da wir uns jetzt auch nicht hier aus Port Nicola wegbewegen können, haben wir auch nur bedingt die Optionen. Nee, aber der Brief hat nichts mit dem. Das wäre jetzt das Einzige, aber... Ach nee, wir können ihm ja auch nichts geben. Dem Typen hier bei der Druckerei. Das Einzige, was wir mal ausprobieren könnten, wo ich aber nicht glaube, dass das irgendetwas bringt, ist dem alten Mann den Brief zu zeigen. Das will ich nicht mit diesem alten Spinner teilen. Ja, nee. Dann will er es nicht. Okay, gut. Das wäre jetzt das Letzte, was mir jetzt noch so spontan eingefallen wäre. Dann befürchte ich leider, dass die nächste Folge wohl mit ein bisschen Sucherei beginnen wird, weil... Ja... Was soll ich sagen? Wir haben zwar jetzt den Brief gefunden und... Was hatten wir gemacht? Ja doch, wir hatten aber das mit dem K.A., das hatten wir gemacht. Dann hatten wir das mit dem K.A. auch rausgenommen, dass wir nur Port Nicola drin hatten. Ne? Und dann haben wir ja, glaube ich, den Brief bekommen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht. Deswegen, wie gesagt, erstmal ein kleiner Cut und... Vielleicht kriege ich beim nächsten Mal, wenn ich wieder ein bisschen wacher bin und vielleicht noch ein Ticken mehr aufmerksam bin, doch noch irgendwie die Lösung her. Obwohl ich im Moment gerade wirklich am Verzweifeln bin, weil ich keine Ahnung mehr habe, wo ich noch mit reden soll, wenn ich jetzt ehrlich bin. Eventuell könnten wir noch mal mit unserem Kumpel reden, aber das ist auch das Einzige, was mir jetzt gerade noch einfällt. Vielen Dank erstmal fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen, vielen Dank an meine Unterstützer Beatkrieg, Cornelia Völkner, Markus K. und Timothy Nasu. Vielen Dank für eure Kanalmitgliedschaft. Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zur nächsten Folge. Ciao!